Sie liegen mitten im Pazifik am anderen Ende der Welt. Die Cook Islands. Die Welt unter Wasser ist hier genauso einzigartig wie die Natur an Land. Ein Leben ganz ohne Hektik. Was zählt, ist die richtige Kopfbedeckung. Denn frische Frangipani-Kränze gehören hier zum guten Ton. Welcome to paradise. 15 Inseln gehören zum Inselstaat der Cook Islands. Die meisten der 14.000 Bewohner leben auf Rarotonga, der vulkanischen Hauptinsel, und auf der Insel Aitutaki am Rande einer Lagune. Aitutaki ist ein Atoll, das aus einem ehemals abgesunkenen Vulkan entstand. Dieser bildet den Untergrund für das Riff, das die Lagune umschließt. Einer der 1400 Einwohner Aitutakis ist Tuakeo Puna, der auch hier geboren wurde. Ich bin Tourguide und führe Touristen durch die Lagune. Ich bin dankbar für alle, die hierher kommen, denn von ihnen leben wir. Ohne sie gäbe es keine Arbeit. Der 51-Jährige hat einen der schönsten Arbeitsplätze der Welt. Manchmal ist es für mich schwer zu glauben, dass das hier schön sein soll. Ich habe es schließlich ständig vor Augen. Tuakeo fährt regelmäßig in die Lagune, um nach den Korallen und dem Fischbestand zu sehen. Und um selbst Fisch zuzubereiten. Für seine Gäste, die er zu den kleinen Inseln führt. Heute gibt es frisch gefangenen Thunfisch. Ich liebe frischen Thunfisch. Tuakeo Puna weiß genau, wie es um seine Heimat bestellt ist. Denn er gehört zur einflussreichsten Familie der Cook Islands. Sein Onkel ist der Ministerpräsident Henry Puna. In seiner Rolle als Prime Minister ist es seine Aufgabe, anderen großen Nationen zu verdeutlichen, dass wir unterstützt werden müssen, wenn der Meeresspiegel steigt und sich die Erde erwärmt. Denn wir haben nichts außer uns und die Natur. Nichts, was die Natur zerstören könnte, denn wir haben keine Industrie. Wir sind ja selbst nur Natur. Deshalb weist mein Onkel andere Nationen darauf hin, dass Inseln wie die Cook Islands untergehen und vom Meer verschluckt werden, wenn sich nicht bald etwas ändert. So paradiesisch die 15 Inseln in der Südsee auch sind, immer mehr Cook Islander verlassen ihre Heimat, um in Neuseeland oder Australien nach einer Arbeit zu suchen. Vor allem die jungen Männer gehen ins Ausland, meist für Saisonjobs in der Landwirtschaft oder auf Schlachthöfen. Manche nehmen ihre Familien gleich mit und kehren nicht zurück. Die Jüngeren zieht es zum Studieren und Arbeiten ins Ausland. Zurück bleiben die Eltern. Und dann sind da noch jene, die aus dem Ausland zurückgekehrt sind, als die Kinder schulpflichtig wurden. Wie Punas Freunde Ida und Mike. Sie wollen ihren Söhnen Michael und Noah die Kultur des Landes nahebringen und sie auf Aitutaki aufwachsen sehen. Der 9-jährige Michael möchte wie sein Vater Speerfischer werden. Deshalb fährt die Familie so oft es geht nach der Schule raus aufs offene Meer hinter das Riff. Je schlechter das Wetter, desto mehr Fische am Haken, so Mikes Motto. Ich nehme ihn so oft es geht mit raus aufs Wasser, sodass er das Speerfischen lernen kann. Jetzt hält er die Leine und zieht die Fische rauf und beobachtet Daddy. Ich hoffe, in den nächsten Jahren wird er alleine Speerfischen können. Michael, was willst du heute fangen? Stachelmakrele. Oh, das ist ein ehrgeiziges Ziel. Aber gut, wir werden sehen. Je
Hinter der Lagune fällt der Meeresgrund steil ab. Doch die Sicht ist sehr klar. Speerfischen bedeutet in der Regel Apnoe tauchen. Eine Herausforderung für Körper und Geist und nicht immer ungefährlich. Mike weiß außerdem, dass hier ab und zu Haie vorbeischauen. Deshalb soll Michael dicht bei ihm schwimmen. Außerdem ist die Strömung stark. Gleich der erste Schuss trifft. Ein Parrotfisch. Jetzt hat er nur noch ein Ziel. Er will selbst einen Fisch mit der Harpune treffen. Mit Hilfe seines Vaters hat Michael einen weiteren Parrotfisch geschossen. Das Abendessen ist gesichert. Obwohl es einige Supermärkte gibt, die Cook Islander sind Selbstversorger. Uns fehlt es an nichts. Man kann auf seinem eigenen Grundstück etwas anbauen. Hier hungert niemand. Wir haben alle unsere Hühner, wir haben den Fisch und jeder baut was an, um damit seine Familie zu versorgen. Alles, was nicht angebaut werden kann, wird aus Neuseeland importiert. Zu horrenden Preisen. Der Grund, Inseln wie die Cook Islands sind wesentlich isolierter als noch vor 20 Jahren, weil sie bei Transpazifikflügen nicht mehr zum Auftanken angeflogen werden. Kein Einkauf ohne Blumenkranz, der gehört hier zum guten Ton. Oder zumindest eine schicke Frisur. In der Inselzeitung steht selten Weltbewegendes, außer einmal, als die Bank ausgeraubt wurde. Doch ein paar Tage später war das Geld wieder da. Der reumütige Dieb hatte es offenbar zurückgelegt. Und am nächsten Tag wird weiter musiziert, getanzt, gearbeitet, gebetet, gelacht und vor allem gelebt auf den Cook Islands, den paradiesischen Inseln am anderen Ende der Welt.